Puh, also Boys, ich bin angekommen, ich bin im Zug Richtung Würzburg. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Städte gesehen. Weil hätte mich jemals hätte mir jemand gesagt, Andy, ein Glück, du wirst irgendwann in deinem Leben in Würzburg landen, hätte ich gesagt, oder was soll ich dort machen? Aber Freunde, wieso fahre ich nach Würzburg? Weil das Thema von diesem Video, ich werde heute, also heute Nacht, morgen und morgen Nacht die ganze Zeit mit meinen Jungs und 44 dabei sein. Also den DJs aus Berlin, vor allem Kubusin, also Max, Shimon. Und ich wollte euch ein bisschen zeigen, so wie das Leben ist hinter der Kulissen. Also ich nehme euch zwar mit an die Sets, aber ich werde vor allem probieren, so mitzuhalten, wie es so nach den Sets ist, so beim Transport, weil wir starten in Würzburg. Dann fahren wir runter nach Stuttgart, von Stuttgart nach Basel. Deswegen habe ich auch ein Geschenk dabei für die Jungs. Ein bisschen Schoki, Schweizer Schoki. Mit Karamell. Dummes Ding? Dumm. Freunde, ey, als Schweizer, man muss Freude mitnehmen. Es ist 11 Uhr abends, man denkt immer bei DJs, boah, die nehmen so viel Drogen, sonst was. Das ist die Droge, Jungs. Ja, das ist der Bag. Absolut. Secure the Bag. Wir zercrushen die halt im Backstage und dann snorten die. Genau. Jetzt wisst ihr, was da abgeht. Deswegen, wir sind angekommen, Würzburg. Ey, was machen wir jetzt eine halbe Stunde? Ready, oder? Wie ja, eine halbe Stunde. Wir machen jetzt gleich Abflug. Ja. Und dann geht's ab Airport Würzburg von 1 bis 3. Warst du schon mal dort? Ja, schon 3, 4 Mal. Kann der Wasserclub? Ja, richtig geil, der zweite Floor. Krass. Ich bin sehr, sehr gespannt. Haben die auch so ein Floor mit Latino-Musik? So ein bisschen Abwechslung? Friends, da haben wir ein neues Goldstück in meiner Collection. Man darf nicht vergessen, die Jungs, also Max und die ganzen 44 Boys, die haben eine Brand. Boah, meine Stimme. Zu viel Schokolade. Ja. Also 44 hat eine eigene Brand und das sind die Shirts zum Beispiel. Dieses Shirt, das gibt's nur zweimal. Habe ich gerade erfahren. Du scannst dich, Bro. Ich gehe jetzt gleich online sehen, wo dieses Shirt. Ja. Einmal hab ich's. Einmal ist Max, guter Mann, sehr, sehr guter Mann. Man sieht hier hinten, der ist noch auf TikTok unterwegs. Der schaut gerade, was ein Set einbaut, sehe ich. Max, können wir ein Shirt verschenken in diesem Video? Ein Zuschauer, der es kommentiert, schreibt. Ich gebe einen Rabattcode 0% mit Andy und Co. Danke dir, Bro. Komm, nehmen wir mit. Also schreibt in die Kommentare, wieso ihr ein Shirt verdient habt. Und ich verlose auf meinen Nacken eins oder auf Max Nacken, hoffentlich auf Max Nacken. Ja. Irgendein Shirt, wirklich eins aussuchen. Ey, die kriegen das T-Shirt, was wir alle gleichzeitig anhatten über die ganzen 3 Tage und die 8 geht's. Okay, ja, fair. Also Jungs, wir sind angekommen, wir sind jetzt beim Club draußen, die Schlange ist lang. Man sieht auf jeden Fall, dort fängt die Schlange an, sie geht ganz rein. Max legt uns so eine halbe Stunde auf und dann fängt der Vlog richtig an. Geil, zeig mal. Signature, oder? Ah, komm, zeig mal. Er sagt. Also Freunde, schreibt. Ich will jetzt wissen, wer es erfunden hat. Freunde, der Mann neben mir spielt in 17 Minuten. Bist du bereit, Bro? Immer, ich bin immer bereit. Bist du nervös? Bist du noch nervös? Aber wie viele Menschen sind hier unten? 1500 oder so. Okay, ist das viel oder wenig für dich? Wenig. Ah, er tut's auch so. Okay. Was ist der Gameplan? Ich liebe alles. Alle Formate. Kleine Clubs finde ich gut. Mittlere Sachen wie hier oder auch große Sachen. Man muss diese Abwechslung einfach haben. Man muss auch genießen können. Gameplan für heute? Hast du einen Aufbau oder machst du einfach Vollgas? Du warst 0:44. Ja, 0:44. Er hängt ja mit mir nur ab, damit er endlich mal zu Temptation Island eingeladen wird. Ah, ja, er kommt jetzt so, Bro. Oder? Würdest du mitmachen? Wie viel würdest du machen? 50.000 würdest du machen? Nein, ist nicht mal eine gute AP, Bro. Ist nicht mal eine Gold-AP. 100k? Ja. Überleg mal die schon. Aber 100k will er machen. Komm, sag es mal. Gameplan, Bro. Gameplan. Freunde, der seriöse Vlog. Danach spielte Max 2 Stunden in Würzburg und es sind 2 komplett verschiedene Erlebnisse. Wenn man zum einen in der Crowd ist als Zuhörer oder wenn man als DJ die Stimmung und die Energie bestimmt. Interessant zu beobachten war es vor allem, wie die Leute im Hintergrund eine andere Stimmung geben als die Leute vorne. Die Menschen in der vorderen Reihe hatten vor allem einen Fokus auf Max und wollten entweder schauen, was er genau macht und wie er spielt oder wollten einen Hauch seiner Aufmerksamkeit. Wobei die hinteren Clubbesucher wirklich vor allem sich auf die Musik fokussiert haben, aber das war auch nur mein Eindruck. Allgemein war die Stimmung wirklich angenehm und die Leute hatten richtig Bock. Vielleicht, weil es noch relativ früh war und die Leute noch nicht erschöpft waren vom Tanzen, aber auch, weil die meisten recht jung waren. Aber auch dieses Mal habe ich mit einigen aus der Community Shots getrunken. Deswegen, Freunde, wenn ihr mich seht, egal ob mit Kamera oder privat, kommt gerne rum. Wir können gerne zusammen ein paar Shots genießen. Oh nein. Also, Shimon hat sie. Nein, kein Handy vergessen. Petran hat sie. Freunde, ich wollte gerade den Vlog weiterführen. Komm, mir Max mit Handy vergessen. Du gerade lösch. Doch. Lösch. Spiegel-TV! Spiegel-TV! Weiter! Spaß! Spaß, Dicker! Spaß! It was a prank, Bro! Ja. Apo Red hier im Wagen! Du nimmst gar nicht auf. Max, wie war der Auftritt? Sag ehrlich. Komm.
Geisteskrank. Ah, ja, ja. Gib doch zu deiner Anlage. Komm, sag ehrlich, Bro. Okay, ich sag ehrlich, ganz ehrlich. Ich sag ganz ehrlich, die Leute waren super, aber ich hatte ganz große Probleme mit dem Monitoring. Ich habe irgendwie die Bass und den Sound nicht gespürt und das ist ein großes Problem. Für Vlog. Der Pilze bringt nichts. Für Vlog. Sag dir, Mr. Beat hat gesagt. Bruder. Aber Wiggy, Bro, no hands. Ja, ja. Bruder, ich werde niemals vor dir aufhören. Bruder, du hast eine Minute nach. Ja! Yeah! Wow, er kommt so rein. Jungs, fahrt weiter, ich komm morgen. Also, Jungs, es ist 4:45. Ich packe jetzt den Koffer aus. Ich packe die Kamera jetzt in den Koffer. Ich werde wahrscheinlich erst wieder morgen filmen, weil eben es geht bis 8, 9 Uhr heute. Aber ich werde alles erzählen, deswegen, Freunde. 3, 2, 1, let's go. Wie kann es sein, dass du dann zuschauen bist, aber nicht abonniert hast? Freunde, ganz kurz abonnieren, ein bisschen Liebe an diesen Channel geben und dann geht der Vlog schon wieder weiter. Let's go. Music is the answer to your problems. Ich mache gerade einen krassen Übergang, Bro. Wait. Er sieht ein bisschen aus wie Wolverine gerade, aber ich lebe wieder. Ich habe, sage und schreibe, wenn man es in Minuten berechnet, 190 Minuten im Bett verbracht. Toter Mann, aber guter Mann. Ich habe nur ein bisschen im Mund diesen Geschmack von, wenn man ein bisschen zu viel Alkohol hatte. 13.52 Uhr, man sieht's. Muss ich noch zu gestern was erzählen? Boah, also, ihr müsst euch vorstellen, Lehmann, rein der DJ-Bereich ist wie so ein Käfig. Aber Bruder, wieso ist der Käfig 2 Quadratmeter? Bro, wieso haben die so gespart, Bro? Das ist so ein, die maximale Energie. Bruder, es ist so ein großer Club, aber dieser DJ-Bereich muss 2 Quadratmeter sein. Man hat schon ab und zu den Ellbogen am Kopf gespürt, weißt du, ich meine? Die Anlage ist insane. Anlage ist dumm. Also, Bro, ich hätte nicht erwartet für so einen random kleinen Club, also mäßig für Stuttgart? Also no. Du hast einfach Ehre genommen. Ja, yeah, no front. Ist jetzt nicht irgendwie so Ibiza oder so, weiß ich mein Bro. Ist doch Stuttgart. Also, der Tag kann starten. Puh, boah, Jungs, es ist so unglaublich, wenn ich richtig drüber nachdenke. Es ist jetzt einfach schon fucking 3.15 Uhr und ich habe einfach noch nichts vom Tag gesehen. Also der Tag ist so wasted gerade. Wenn man mich überlegt, dieses DJ-Leben ist nicht so, also ist schon geil, kann ich mir vorstellen, auch dieser ganze Gotteskomplex gefühlt, wenn man auf dieser Bühne ist, alle hören die Musik und diese Energie von einem. Schaut euch diese Portion an, dieser Mann hier, wirklich heute, war ein hartes Jahr, keine Karma-Punkte gesammelt, muss noch mit Andy kurz teilen, ja, ich verstehe. Freunde, wir sind jetzt in der V-Klasse Richtung Basel. Was braucht ein DJ, um erfolgreich von A nach B zu kommen, durch den Tag, durch den kurzen oder auch langen Tag? Die Basics. Die Essentials. Was ist man ohne? Komm, so. Sardellenpaste. Bro. Let him cook. Boah, Jungs. Basel ist angekommen. 2 Stunden Fahrt. War hart. Oder, Jimmy? Wir sind alle ein bisschen toter als gestern. Gestern war alles so Euphorie. Wow, richtig Bock. Max Abi, bist du bereit für heute? Ja, der Mann ist tot. Ja, man sieht's. Aber wir haben noch Zeit. Oder Max, du spielst erst in so 6, 7, 8 Stunden. Ja. Ey, und denk dran, immer die Sardellenpaste dabei haben. Löwe. Dort, in wie vielen Hotels warst du dieses Jahr? Über 100? Ja, locker. Und was war das beste Hotel bis jetzt? Sag ehrlich. Ritz-Carlton in Paris. Ehrlich? Was hat das ausgemacht? Diese schöne Architektur. Boah, versteht ihr, Leute? Versteht ihr? Max, in der Schweiz ist es sehr, sehr wichtig, diese Blume mitzunehmen. Kann ich was? Vor mir sitzt nicht Kobosi, sondern vor mir ist David Guetta. Wenn das online kommt, ich bin der Leben. Ah, Jungs, man sieht, glaube ich, ich liege im Bett, hab geschlafen. Und ich hab wie ein Wichser noch mit Linsen geschlafen, Bro. Bro, ich spür nicht meinen linken Arm und ich hab -3 gerade in den Augen. Boah, ein bisschen Diesel aufgetankt, damit ich heute lange tanzen kann, lange durchziehen kann, weil freundlich, ich war vorhin eine Aubergine. Ich hab auch vorhin Jimmy gesagt. Jimmy, weißt doch. Hätte ich vorher einen geblasen bekommen, ich wäre nicht mal aufgewacht. Boah, sehe ich gerade beschissen. Wenn man an so einem Punkt wie ich gerade ist, dann muss man einfach zum Schoki-Bag diese Kacke hier rausziehen. Einfach sich ein Stück Schokolade ziehen. Ready. Spirituell geladen. Ist ready? Er ist wach. Ja, er ist ready. Ja, der Alpha-Gorilla. Der Alpha. Was fühlst du für eine Emotion, wenn du spielst vor der Crowd?
Er denkt nur ans Geld. Danke für den seriösen Vlog, Bro. Also, Friends, bist du ready, Bro? Du spielst in eine halbe Stunde. Ah, er macht diesen dualen Vlog. Ja, ja. So kommen wir rein, Freunde. Wir sind jetzt im besten Club wahrscheinlich für Techno-Musik in der Schweiz. Ich als Schweizer, ich kenne mich da gut aus. Das muss man sagen, ist the place to be. Selber gespannt, war lange nicht mehr hier. Letztes Mal vor Corona noch, war vielleicht noch ein anderer Laden. Ist auch auf dem Wasser, wie man sieht. Jimmy, Glücks Haribo. Meine Brees. Haben wir alle? Mach eine Ansprache. Ansprache. Also, auf Weihnachten. Auf Weihnachten, ja, ja. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Also, der im einzig Wahre, man kennt mich schon, oder? Man kennt mich, man kann alles. Aber das Mann spielt in zwei Stunden. Das ist eine Frage ist drei, Bro. Ja. Was gibst du dazu? Digga, er hat übelst Corona, Digga. Einfach machen. Komm, jetzt auf geil, was du hast. Dieser Mann hat schon sehr viel Erfahrung. Wie lange machst du das schon, Bro? Ja, so anderthalb. Wie soll ich niemals seriös? Schlaf heute, ich spüre es richtig jetzt, wie es mich richtig reinschallert. Vor allem noch mit Alkohol vorhin. Ganz kurz, ich wollte kurz Bescheid geben. Ey, ich hoffe, ihr habt Spaß am Vlog bis jetzt, weil ich bin gerade richtig am Sterben. Bruder, meine Pisse verdampft gerade, so kalt hier war. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Vlog, weil Leben, es ist viel Arbeit auch für mich. Also, es hört sich blöd an und man vergisst halt, ich mache geile Aufnahmen. Aber für mich ist es Arbeit. Ich muss diese geilen Passagen aufnehmen. Ich muss immer schauen, dass meine Sachen nicht geklaut werden. Kamera aufpassen. Deswegen, ey, ich würde mich an dieser Stelle wirklich sehr freuen, wenn man ein bisschen Support da lässt. Man kommt immer zu kurz, also ich bin auch nie jemand, der groß forciert, aber jetzt gerade, ich bin so tot. Es ist 6 in der Früh, ich habe noch ein bisschen zu aufnehmen, aber ich wollte einfach mal Danke sagen. Deswegen, Friends, mit offener Hose, offenem Schwanz, gehen wir weiter. Danke euch. Crazy. No. Yesterday was very special. Gar nicht das gerade. Dicker, nimm doch mal diese Kamera.